Hallo liebe Kinder, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben euch das Märchen, die Geschichte vom König mitgebracht. Es war einmal ein König, der hatte eine Tochter. Die war so traurig, dass sie niemals lachte. Darüber war der König sehr betrübt. So ließ er eines Tages ausrufen: Wer meine Tochter zum Lachen bringen kann, darf sie heiraten. Davon hörte auch der Sohn von armen Leuten. Und er bat seinen Vater, so lange, bis er ihn ziehen ließ. Da lief nun der junge Mann in die Welt hinaus und begegnet einem alten Mütterchen. Das fragte: Wohin des Weges, junger Mann? Ich will zum Schloss ziehen und die Königstochter zum Lachen bringen, sagte der Jüngling. Da du so ehrlich zu mir gewesen bist, will ich dir einen Rat geben, sagte die Alte. Wenn du noch ein Stück weiter gehst, so wirst du einen schönen Vogel auf deine linke Schulter fliegen. Behalte ihn immer bei dir, so wird er dir helfen. Der junge Mann bedankt sich für den Rat. Jedoch dachte er: Ach, was die Alten immer so schwatzen, das kann nicht alles wahr sein. Doch nicht lange darauf flog auf einmal ein großer, wunderschöner Vogel auf und setzte sich auf seine linke Schulter. Der junge Mann geht nun weiter und kommt zu einem Wirtshaus. Die Gäste staunen, als sie den prächtigen Vogel sehen. Was willst du denn für den Vogel haben? Fragen sie. Doch der Junge schüttelt nur den Kopf. Da bietet einer 100 Franken, einer 200 und schließlich sogar einer 300 Franken. Aber er gibt den Vogel nicht her. Da zwinkert der Wirt seinen Gästen zu und sagt leise: Wartet nur, wenn er den Vogel für dieses Geld nicht geben will, so stehle ich ihn heute Nacht und verkaufe ihn morgen. Der Bursche geht in sein Zimmer, legt sich ins Bett und nimmt den Vogel zu sich. Um Mitternacht schleicht sich tatsächlich der Wirt im Nachtgewand ins Zimmer und will den Vogel nehmen. Doch kaum hat er den Flügel des Vogels berührt, da bleibt er an ihm hängen. Die Wirtin wundert sich, warum ihr Mann gar nicht zurück ins Bett kommt. Nur mit Nachthemd und Betthaube bekleidet, schleicht sie ins Zimmer, um nach den Rechten zu sehen und will ihren Mann von dem Vogel wegziehen. Aber oje, jetzt bleibt sie auch noch hängen. Vor Schreck schreit sie auf, und die Magd, die gleich nebenan schläft, steht auf und geht ebenfalls ins Zimmer von dem Jungen. Aber kaum will sie die Wirtin wegziehen, bleibt auch sie hängen. Alles Jammern hilft nichts, und so stehen sie die ganze Nacht da. Und als der Junge am nächsten Morgen aufsteht und seinen Vogel auf die Schulter setzt, müssen die drei, die an ihm hängen, mit ihm gehen. Wie sie durch das Dorf gehen, schaut soeben der Fahrer aus dem Fenster. Als er diesen seltsamen Zug im Nachthemd sieht, da springt er aus dem Haus, um die drei zurückzuhalten. Doch auch er bleibt kleben. Sie kommen am Backhaus vorbei und die Bäckerin ist dabei, das Brot aus dem Ofen zu ziehen. Sie will den Fahrer am Ärmel festhalten. Doch was geschieht? Auch sie bleibt hängen. So kommen sie zum Schloss. Und der König führt sie schnurstracks ins Zimmer seiner Tochter. Als die Prinzessin diesen seltsamen Zug sieht, da beginnt sie zu lachen. Sie lacht und lacht und kann kaum noch aufhören. So bekam der junge Bursche die Königstochter zur Frau. Alle aber, die an dem Vogel hingen, konnten wieder nach Hause gehen. Der Bursche aber wurde später ein guter und gerechter König.